Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Letztest-Montag, ja. Der Letztest-Montag ist zurück mit Hunt Royale. Das Spiel ist relativ beliebt in letzter Zeit und ich wollte mal reinschauen. Es sah nämlich ganz interessant aus und ja, wir werden direkt ins Spiel reingeworfen. Zum Verschieben ziehen. Okay. Zum Angreifen loslassen. Okay. Wir schießen dann automatisch. Okay, wir müssen nicht mal ein Ziel auswählen. Wir gehen einfach mal. Aber können wir auch... Ne, okay, wir können nicht beim Laufen schießen, sondern wir müssen dafür stehen bleiben. Okay. Stimmt, haben die ja gesagt, ich muss zum Ziehen, zum Schießen loslassen. Gut, hier heilen wir. Und werden direkt wegteleportiert. Spielen. Jagen, okay. Oh, der ist jetzt bei uns. Hi. Der kämpft jetzt mit uns. Der ist Magier. Ich konnte am Anfang nichts auswählen, also das ist der erste Screen, den ich gesehen habe. Vielleicht geht das später, so nach dem Tutorial. Oh, wir schießen durch die Gegner auch durch. Nice, oh oh. Das sind mir ein paar zu viele. So, jetzt schießen wir nochmal. Auf die zwei. Nice. Achso, Fähigkeit wählen. Mehr EP, Schaden. Ich nehme mal mehr Schaden. Wir spielen zu zweit. Achso, oben läuft auch die Zeit ab. Man sollte mal auf mehrere Sachen achten. Aber wir sind wahrscheinlich ein Team, ne? Wir spielen nicht gegeneinander, wer am meisten killt oder so. I don't know, ehrlich gesagt, aber ich denke mal, das ist ein Team. So, ich nehme mal das hier. Es erinnert mich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, aber dann doch anders. An Archero. Weil wir da auch einfach so automatisch mit einem Pfeil geschossen haben, also mit einem Bogen. Oh, da ist ein Gegner! Ich dachte, da kommt irgendwas Gutes und dabei kommt so ein fettes Ding raus. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war so levelbasiert und das hier ist... Naja, wie so eine große, weite Welt. Oh mein Gott. No, 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 no. Je nach Gegner haben die dann unterschiedliche Reichweiten. Und verschiedene Skills. Und der wirft irgendwas. Das gefällt mir gar nicht. Ich will nicht sterben. Hallo? Oh, oh. Ich will nicht sterben. Das war knapp. Kommen mir ein paar zu viele. Ich will den einfach... Nein, den einen will ich noch töten. Oh Gott. Okay. So, Levelaufstieg, Entfernung. Das ist gut. Oh Gott. Mein Magierfreund hat irgendwie ein bisschen mehr HP als wir übrig. Wir sind relativ kurz vor dem Exitus. Aber haben den noch besiegt. Können wir den... Na, okay, es... Dings, da kriegen wir nicht noch kaputt. Zeit ist um. Okay, Stufe 5 erreicht, war ganz witzig. So, Rang 1, plus 9, Kampfmarkenbelohnung, alright, beenden. Ja, ist eigentlich ganz funny. So, Aufgaben. Werbemegabox, okay, wöchentliche Aufgaben. Bekaktus jagen, Lizard jagen, das war dieses fette Ding zum Schluss. Death Knight jagen, ja. So, Gewinner als Elf Archer. Woody jagen, Cyclops jagen und hier haben wir dann verschiedene Monster zum ersten Mal gesehen. Okay. Achso, und dann gibt es verschiedene Regionen. Wir sind da einmal in die Wüste gegangen. Okay, da gibt es noch zwei Monsterarten, die wir noch nie gesehen haben. Dann gibt es diese Höhle und Friedhof. Gar nicht gesehen. Achso, das hat wahrscheinlich unser Magier-Typ gemacht. I don't know. Naja, so, das ist unser Hauptmenü. Nächste Belohnung, Jäger, dann können wir wahrscheinlich die Klasse wechseln. Premium Pass. Achso, das ist ganz normal. Season Pass kennen wir aus allen möglichen Spielen, die das jetzt eingeführt haben. Dann haben wir Gold und Juwelen für was auch immer. Okay, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Wir kriegen 30 Juwelen, wenn wir Community beitreten. Ich würde sagen, wir spielen die nächste Runde. Wir haben nur begrenzte Eintrittsmöglichkeiten, also wir können nicht den ganzen Tag spielen. Das kostet dann... diese Energie und die lädt sich dann auch wieder auf. Anscheinend 30 Energie pro Runde, das ist krass. So, wir spielen wieder mit einem. Vielleicht kann man auch mit Freunden spielen, I don't know. Machst du auch was? Ja, okay. Achso, hier ist der Friedhof, okay. Da haben wir wirklich welche besiegt. Das habe ich eben gar nicht richtig gemerkt. So, und immer die Dinger einsammeln. Das spawnen jetzt was. Damit wir EP bekommen und dann schnell Stufen aufsteigen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr. Ich nehme mal Entfernung, das ist... ziemlich praktisch, muss ich sagen. Damit wir nicht so nah an die ran müssen, um die kaputt zu machen. So, die können wir kaputt machen. Ich denke, dieses Mal sind wir ein bisschen besser vorbereitet, weil wir das Ganze auch besser verstehen.
So, was kann ich nehmen? Ich nehme mal Schaden. Wobei mehr EP ist eigentlich auch ganz praktisch, weil wir dann schneller Stufen aufsteigen. Und dann kriegen wir schneller neue Fähigkeiten. Das ist wahrscheinlich beides ganz interessant. Der Skorpion ist ein bisschen heftig. What? Ich mach weiter. Der ist echt schon gestorben. Da war der Magier eben auf jeden Fall besser drauf als der hier. So, ich nehme mal zurückwerfen. Oh, das ist ganz spannend. Doch erinnert es schon so ein bisschen an Archero. Auch von den Fähigkeiten, wenn man Levelaufstieg hat. Achso, wir schleudern den dann so einen Zentimeter zurück, wenn wir den treffen. Okay. Na, ist ja kein Problem, wenn unser Freund da gestorben ist. Das klingt irgendwie voll merkwürdig. Ist nicht schlimm, wenn unser Freund gestorben ist. Wir machen einfach weiter. Ja. Es ist ja nur ein Spiel. So, den haben wir besiegt. Okay, vielleicht gibt es irgendwas Spannendes hier unten. Neue Region für mehr Juwelen. Also damit wir neue Monster kennenlernen. Ja, der kommt ja gar nicht an uns ran. Naja, oder doch. Aber fast nicht. So. Also dieses Rückschleudern ist schon ganz praktisch. Da muss man nicht die ganze Zeit zurücklaufen. So, ich nehme nochmal mehr Entfernung. Wow, das ist jetzt echt schon relativ weit. Noch 30 Sekunden. Damn! Diese Giftwolke gefällt mir nicht. Der hat fast schon wieder angesetzt. Oh, er hat angesetzt, aber wir sind ihm Gott sei Dank ausgewichen. Oh mein Gott, den kriege ich nie platt in 13 Sekunden, aber vielleicht irgendwen von denen. Oh mein Gott, no, 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 das sind mir ein paar zu viele. Okay, oh Gott sei Dank, genau als ich in die Gang gelaufen bin, war die Zeit vorbei. So! Neuer Rang? Haben wir einen neuen Rang? Müssten wir doch eigentlich. Ja, neuen Rang. Okay, jetzt habe ich einen Jäger bekommen. Wizard. Ja, okay, kein Jäger. Wizard. Ah, unten. So, auswählen. Nein, wir wollen nichts kaufen. Okay, also hier haben wir verschiedene... Naja, wie soll ich das sagen? Klassen. Barbarian, Axtmeister, Drachenritter, Druide. Richtig viele. Wow. Cool. Dann haben wir den Laden hier. Geld ausgeben, aber wir kriegen auch irgendwas gratis. Sehr gut. Das heißt, wir können unsere Truppe oder unseren Typ da auch selbst verbessern mit diesen Teilen. Dann gibt es halt den normalen Shop für Münzen und dann Premium-Sachen. Eine große Kiste. Was ist denn da drin? Steht das da? Dreimal so viele Sachen wie eine normale Kiste. Ja, ich weiß noch nicht mal, was in einer normalen Kiste ist, aber okay. So. Und dann können wir mit Werbung anschauen, das Refreshen und so. Hier können wir ihn aufwerten, das kostet 10 Münzen. Wir haben noch keine einzige Münze bekommen. Wo kriegen wir denn Münzen? Wir kriegen nur Gems hier überall. Aber das meinte ich, deswegen sind wir in die andere Region gegangen, um noch ein paar neue Monster zu bekommen oder zu sehen, damit wir hier ein paar Gems bekommen. Wo kriegen wir denn Münzen? Hier oben. Das heißt, wenn wir die nächste Stufe erreichen, kriegen wir neue Münzen. Okay. Nächste Runde. Spielen wir jetzt mit mehreren oder wir nur mit einem? Oh, jetzt spielen wir mit 4. Okay, das ist ja was anderes. So, gehen wir als erstes hier unten lang. Achso, wir sind ja jetzt Magier. Stimmt, stimmt. Stimmt. Magier ist schon wieder was anderes. Aber wir schießen ein oder wir zaubern relativ schnell und relativ fett. Wir machen das zurückwerfen, das hat mir ebenso gut gefallen. War ein bisschen knapp, aber lief gut. Bam. Nice. Magier ist gar nicht mal so schlecht. Fällt mir. So. Frag mich, ob meine Leute eher mir Sachen klauen oder ob wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Wir haben nichts, keinen Schaden bekommen. Okay, das war ein bisschen krass. Der ist neben mir gespawnt. Ich habe es nicht gesehen. Fällt die Reichweite beim Magier nicht so gut. Oh no, oh no. Aber das ist eine sehr gute Ecke hier. Wir müssen die nur schnell... Hallo! Zauber doch mal! Die sammeln meine... Haben die meine Erfahrung aufgesammelt und die kriegen die dann? Das heißt, man kann auch Erfahrung stehlen. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber es sah so aus, als hätten die meine Erfahrung geklaut und ich glaube, das war auch der Fall. Oh no. Wir haben nicht mehr wirklich viel Leben.
Wir müssten eine Stufe aufsteigen. Naja, okay, der andere hat mir auf jeden Fall besser gefallen, der Archer. Deiner hat sogar ein Pet. Oh. Oder das ist wahrscheinlich irgendein Special von seiner Klasse. Ich muss da viel zu nah ran, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Da ist Erfahrung. Klauen wir Erfahrung. Entfernung, ja, das ist sehr gut. Hau drauf, Junge. Komm, Magier. Okay. So, nochmal Erfahrung. Da können wir nochmal Erfahrung stehlen. Weiß gar nicht, ob das meine war. Sehr cool, das Spiel. Oh! Nee. Der hat diese Giftwolke. Das ist nicht so. Oh no. Ah, das ist der Healspot. Stimmt. Wir haben diesen Healspot nie genutzt. Das sollte ich mal machen. So, wir haben gewonnen. Alle tot. Achso, ich mach weiter. Alle anderen sind tot. Ich lebe noch. Ich lebe aber nicht mehr lange, ja. Okay, wir sind gestorben. Okay, ja. Cool. Achso, jetzt kriege ich eine Siegestruhe. Ich schau mal die Werbung an und schneide das raus. So, hier haben wir unsere Truhe. Gold und Elf Archer. Okay. So, und hier oben können wir noch was abholen. Sehr gut. So, jetzt können wir den aufwerten, dann kriegen wir mehr... Hallo? Warte, aufwerten. Dann kriegen wir mehr Leben und mehr Schaden. Und den können wir auch aufwerten. Und nochmal aufwerten. Und mehr Münzen haben wir nicht. Ich will den spielen, ehrlich gesagt. Der ist spaßiger. Oder ich komme damit besser zurecht. So. Ist schon ganz funny, das Spiel, muss ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Das gibt es erst ab 50 Cups und das ab 200 Cups. Wahrscheinlich eine Gilde oder Freunde. Und daneben noch irgendwelche andere Aufgaben oder so. Ich würde sagen, wir spielen noch... Achso, es gibt verschiedene Modi. Oh, Koop, Kopfgeldjäger, Duell und Bossjagd. Nice. Echt funny, das Spiel. Ich spiele noch eine Runde. Dann gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Maps, hoffe ich, mit der Zeit. Weil, wenn wir immer auf der gleichen spielen, wird das, glaube ich, irgendwann lame. Aber vielleicht. Mal sehen. Gehen wir mal in das Gebiet hier. Hier haben wir ja gute Erfahrungen bisher gesammelt. Muss man wirklich aufpassen mit der Erfahrung, dass da jeder die Erfahrung sich nehmen kann. Was ja irgendwie doof ist. Das Zurückwerfen hat mir gefallen. So, wir helfen dem mal. Wir sollten uns in dem Heal Point auch mal aufhalten. Hier ist irgendwie eine sehr gefährliche Gegend, habe ich gemerkt. Aber die gehen hier auf jeden Fall noch. Die entwickeln sich anscheinend mit der Zeit weiter, je länger man spielt oder wenn man im Level aufsteigt. Die wurden auf jeden Fall stärker. Was ist das? Betäuben? Das sind jetzt vier Gegner. Aber die können wir eigentlich ganz gut treffen. Ja. So. Den noch. So, da waren wir extrem nah dran und er hat uns trotzdem nicht getroffen. Ja. Gehen wir mal in das Gebiet hier. Die mag ich nicht. Aber gut, so. Was macht das denn? So ein Schleimding. Oh ja, da ist jetzt so ein gefährliches Ding, so eine Pflanze. Da müssen wir immer ausweichen. So, ich nehme das mal. So, oh oh. Ja, kommen auf jeden Fall mit der Zeit oder mit dem Level, wie auch immer, stärkere Gegner dazu, auf jeden Fall. So. Aber wir müssen halt immer ausweichen. So, und schieß drauf. Komm. Nice. So, ich nehme mal das hier. Achso, das eine hätte ich nehmen können. Die Fähigkeit sah ganz cool aus mit dem LP-Erholung. Aber vielleicht steigen wir noch eine Stufe auf. Bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Es lebt nur noch einer neben mir. Der da unten. Hallo. Schieß doch. Aber komm mir nicht zu nah, greif. Ja, so ist ganz gut. Nein. Es läuft eigentlich ganz gut. Oh. Ja, okay. Der hat viel Erfahrung gebracht. Ich glaube, ich helfe ihm mal. So, es sieht ganz gut aus. Und klaue seine Erfahrung. So, Betäubung oder ich nehme mal Betäuben. Oh mein Gott, da ist so ein fettes Vieh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat so Babydinger. Ew. Oh damn, der hat Schaden gemacht. Der hat richtig viel Schaden gemacht. So, wir machen mal weiter.
Alle sind tot, außer ich. Okay, einmal von dem, so LP-Erhöhung. Ach so, nicht Erholung, aber wir können mal hier reingehen. Ich Idiot, ich hätte mich auch eben mal heilen sollen. Oder die Runden davor nur noch 9 Sekunden. Können wir noch den hier kaputt malen. So, hier noch ein bisschen EP mitnehmen. Hallo, kommt mir nicht so nah. Okay. Ja, ist cool. Also macht mega Spaß. Macht mega Spaß. Ja, es ist schon ein ziemlich cooles Spiel. So, wir holen uns jetzt mal die ganze Belohnung ab. Belohnung hier kriegen wir noch. Das heißt, wenn wir die mehrfach besiegen, dann kriegen wir noch mehr Gems. Ganz nice. Und wenn man welche zum ersten Mal besiegt, hier kriegen wir noch irgendeine Belohnung. Also Season Pass, hier kriegen wir eine Kiste. Gold, Wizard, Elf Archer. Ich hätte gerne eine neue Truppe noch, aber das dauert wahrscheinlich. So, können wir hier sehen, wie die nächsten Belohnungen aussehen? Nee. Okay. Und hier... ja. Kriege ich wahrscheinlich 3 Gems, wenn ich mir Werbung anschaue. Okay. Ja. Gut. Also, ich muss sagen, ziemlich schickes Spiel. Gefällt mir ziemlich gut. Macht schon Spaß. Ist was auf jeden Fall für zwischendurch. Ja, lasst mich wissen, wie ihr dieses Spiel findet. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ganz cool. Ich war jetzt mal am Handy und wir sehen uns dann oder hören uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.